Jo, da sind wir wieder bei Kingdom Hearts 2. Beim letzten Mal sind wir hier in Schloss Disney angekommen, haben uns hier ein bisschen durch die Meuten gekloppt bis in die Bibliothek und nun wollen wir doch mal mit Mini reden. Welch Freude! Eure Hoheit, wir hörten, es gibt Schwierigkeiten. Ja. Ist der König hier? Das ist unser Freund Sora. Oh, Sora. Der König hat mir in seinen Briefen von dir erzählt. Er sagte, du seist ein tapferer junger Mann. Wisst ihr, wo er ist? Niemand weiß das. Ah. Eure Majestät, was machen all die Herzlosen in eurem Schloss? Oh je, was sind also die Herzlosen? Keine Sorge, um die kümmern wir uns. Ich weiß, dass auf dich Verlass ist, Sora. Ich möchte euch jetzt allen etwas zeigen. Würdet ihr mich bitte in den Audienzsaal begleiten? Ja. Oh. Ich habe vergessen, alle anderen hier im Schloss zu warnen. Wir müssen uns vergewissern, dass sie in Sicherheit sind. Na gut, das hat Vorrang. Am besten ist, wir teilen uns auf. Machen wir. Ich gebe allen Bescheid. Nein, Sora, du verlustest nur. Okay, dann gehe ich mit der Königin mit. Gut. Na dann, bis später. In den Audienza, nicht wahr, Madame? Ja, Sora, machen wir uns auf den Weg. Ach, jetzt darf ich dich wahrscheinlich beschützen. Ah, da haben wir doch die Karte bekommen. Ja. Die beiden sind weg. You don't say. Was habe ich eigentlich neu bekommen? Ah, die verlorene Seite. Ah, das Helmwappen. Stimmt, mir wurde gesagt, ich sollte das in die Drive-Form tun. Moment. Nicht den Königsanhänger, sondern das Heldenwappen. Weil das nochmal einen guten Boost gibt anscheinend. Was macht eigentlich der Besen? Kann ich mit dem auch reden? Er scheint beschäftigt mit Putzen zu sein. So, warte, wir heilen uns erstmal schnell. Oder speichern, besser gesagt doch. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal noch nicht gespeichert. Eingang zur Unterwelt. Überspeichern. Mittlerweile Level 19, oder? Genau, Level 19. So, Mickey, Mini meine ich. Zeig mir den Weg. Herbeirufen? Ach so. Kann sie auch kämpfen? Madame Erlass? Was? Oh! Okay, komm mit. Moment, das möchte ich ausprobieren. What the fuck? Schöner Limit-Move. Wenn das da ein Limit-Move überhaupt sein soll. Ups. Wow. Das macht gut Schaden. Na gut, aber wenn ich bedenke. Das liegt wohl in der. Wow. Komm mal her. Das liegt wohl hier. Ich sag mal, in der Familie. Denn. Mickey war ja auch so krass drauf, wenn ich bedenke, hier in Chain of Memories, wenn man den mal rufen konnte. Der hat ja nicht nur Schaden gemacht, sondern auch noch, ja, auch noch geheilt und alles Mögliche. Hier durch? Ist das die Tür, durch die ich muss? Bitte. Beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten habe ich diesen Raum gut versiegelt.
Mit einer Disco-Kugel. So wie die Lichter da drauf aussehen. Also dann, wollen wir? Mhm. Achso, ja. Einfach mal reingehen. Also vielleicht mal noch automatisch machen können. Oh. Bitte nicht auch noch hier. Hi. Ich mach das. Beschütze Minnie auf dem Weg zum Thron. Ja. Why not? Magiekraft hoch und Anti-Disruptor. Nö. Lasst mir mal Minnie in Ruhe. Hier, Madame Erlass. Komm, schnell. Währenddessen hau ich die Dinger kaputt. Wo bist du? Madame Erlass. Madames Erlass. Kann jetzt auch verstehen, warum das so heißt. Dann schickt ihr die Gegner weg, eigentlich. So, und weg. Wäre cool, wenn Mickey jetzt hier plötzlich auftauchen würde, um uns zu beschützen. Und weg. Macht das überhaupt Schaden, die Attacke? Oder schiebt die einfach nur die Gegner weg? Wäre cool, wenn das auch Schaden macht. Minnie ist in Gefahr, was? Noch lange nicht. So, ja doch, wenn ich jetzt gerade sehe, wie viele Gegner um sie herum waren, dann doch, sie war in Gefahr. So, schnell, hier lang. So, erstmal wieder Gegner wegschießen. Ja doch, das macht Schaden. Zwar ganz guten Schaden sogar. So, komm. So, nun? Oh, das war sogar eine Art Minibosskampf. Wahnsinn. Jo. Der Raum darunter nennt sich die Halle des Ecksteins. Dass unser Schloss immer vor bösen Welten geschützt war, verdanken wir dem Eckstein des Lichts, den wir dort unten aufbewahren. Der Eckstein des Lichts? Und mit dem scheint wohl was passiert zu sein. So, ich habe gerade noch irgendeine Fähigkeit bekommen mit Autorufen. Ach, hier sind die ganzen Dornen. Das hier ist unser kostbarer Eckstein. Oh, der ist aber rund. Aber seht nur, diese Dornen, sie müssen das Werk sehr böser Mächte sein. Wo kommt die beiden schon her? Was das wohl zu bedeuten hat? Malefiz. Malefiz! Das glaube ich nicht. Sieh an. Wen haben wir denn hier? Wenn das nicht der verwünschenswerte Träger des Schlüsselschwerts und seine jämmerlichen Lakaien sind. Warte, jetzt tatst du, was ihr lebt! Alles zu seiner Zeit. Ich verspreche euch, ihr bekommt meine Rache noch ausgiebig zu spüren, aber habt Geduld. Was hast du hier zu suchen, Malefiz? Ah, Königin Minnie, strahlend wie immer. Ich komme in einer Grundbesitzangelegenheit. Ich möchte das Schloss für mich haben. Allerdings ist es für meine Bedürfnisse etwas zu hell hier. Ich werde wohl jedem Raum meinen persönlichen dunklen Anstrich geben müssen. Du hörst besser auf mit deinen Machenschaften, sonst bereust du es. Jetzt macht ihr mir aber Angst. Na schön, ich höre auf damit. Sobald das Schloss mir gehört. Ha 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 ha
So eine Hexe. So etwas hat es noch nicht gegeben. Ich habe alle Aufzeichnungen in der Bibliothek durchgesehen, konnte aber keinen Hinweis finden. Oh. Hä? Fragen wir doch jemanden, der sich mit allerlei Dingen auskennt, die nicht in Büchern stehen. Eine grandiose Idee. Merlin fällt vielleicht etwas zu diesem Schlamassel ein. Bitten wir ihn um Rat. Wir haben ihn in Hollow Bastion getroffen, stimmt's? Ja, auf geht's. Ja, die beiden sind wieder da. So, Abilities. Was habe ich jetzt gelernt? Auto rufen. Okay. Noch irgendwas Neues? Nee. Hier noch irgendwas Neues bekommen. Der Pyrop-Splitter. Gut. Halle des Ecksteins. Mit dem runden Stein. Und irgendwie viel Musik. Wieso heißt die Halle des Ecksteins, wenn der Stein rund ist? Egal. Gehen wir einfach mal weiter. Also zurück nach Hollow Bastion und gucken mal, was Merlin zu sagen hat. Wir können unterwegs noch die eine verlorene Seite dahin legen. So, zur Weltenkarte. So, eine neue Episode hinzugefügt. Okay. Vroom. London. Episodenliste. Gesammelte Seiten. Ah! Okay. Wo lande ich jetzt eigentlich nochmal? Jetzt habe ich gar nicht drauf geguckt, wo ich dabei bin. Direkt bei Merlin? Jemand zu Hause? Das Schloss ist in Gefahr! Was soll denn der Aufruhr? Hoho, sieh an, ihr seid's! Und dein Gesicht verrät mir, du hast seit dem letzten Mal dazugelernt. Wirklich? Keine Zusatz! Wir haben ein großes Problem! Es ist meine Schütze ist wieder da! Wo? Etwa im Schloss? Jep, und Herzlose sind auch da. Nicht doch. Mein Schutz für das Schuss, wenn man jemand zu hat, die Halle des Ecksteins bedeutet, dass du zu verfeuerst und wie es mit Schutz der das überführt. Was? Was hat Donald am Ende noch gesagt? Überall im Schuss sind Herzlose. Könnte die Halle ist die Gefahr. Des einen zwei Augen sparen dem anderen tausend Worte. Aha, verstehe. Was geschieht hier, Merlin? Es sieht nicht gut aus. Nein, ich muss sagen, die Lage ist sogar äußerst ernst. Was ist das? Tür. Mein Junge, das ist ein Tor zu einer einzigartigen Welt. In dieser Welt findet ihr den Verantwortlichen für die Vorkommnisse im Schloss. Da bin ich mir sicher. Wir wussten, auf dich ist Verlass, Merlin. Los, schnappen wir ihn uns. Ein Moment noch. Natürlich müssen die Übeltäter aufgehalten werden. Aber vorher müsst ihr noch etwas erledigen. Irgendwo in dieser Welt muss es eine weitere Tür geben, die genauso ist wie diese. Ich nehme an, unsere Feinde benutzen diese Tür. Solange sie offen steht, ist das Schloss in großer Gefahr. Sora, du musst diese Tür finden und wenn du sie gefunden hast, versiegle sie mit deinem Schlüsselschwert. Alles klar. Verlasst es auf uns! Ach, und noch was. Ihr begebt euch in eine wirklich ganz besondere Welt. Solange ihr dort seid, könnte ihre Beschaffenheit euch dazu anstiften, etwas Ungehöriges zu tun. Ihr müsst dieser Versuchung widerstehen. Was soll das heißen? Ihr werdet es bald wissen. Ich vertraue fest auf euch, ihr drei. Mhm. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal betreten wir
diese unheilvolle Tür, wo uns etwas Unheilvolles geschehen könnte. Bis dann. Ciao.